Das ist, was wir haben gelernt, dass es kann passieren, dass ein Mensch lernt Torah, aber wird nicht genannt, einer was den Gott. Warum? Weil macht es immer innerhalb seiner Möglichkeiten. Guckt, was sind seine Möglichkeiten, und sagt, das passt mir, und macht innerhalb seiner Möglichkeiten. Und das, was macht, hat seinen Weg, hat seine Sache. Aber fühlt sich, sein als ein Tzaddik, macht alles korrekt, macht alles nach dem Plan, macht maximal, David lernt, aber bracht nicht seine eigene sich. Dat de Rebbe brengt, wenn een mens wil Feuer zünden, legt een stuk Holz rein. Manchmal, men legt Holz zu einem Feuer, aber es brennt nicht. Wann brennt es nicht? Wann brennt Holz nicht in ein Feuer? Zu dick. Was muss man machen? Man muss machen een kleine Stückelach. Macht es een kleine Stückelach. Moment, macht es een kleine Stückelach, kann es brennen. Macht es ein kleines Stückelach, dann kann es brennen. Was hat ein kleines Stückelach? Es nimmt die Dickheit weg. Ein Beinui, man kann sagen, ein Tzadik, es gibt ein Konzept, die heißt Novel Berschus Teure. Novel ist ein großes Schimpfwort. Einer von den großen Schimpfwörtern, kann jemand sagen, ist ein Novel. Eine Weile. Was ist Novel? Novel kommt von dem Wort Nevele. Nevele kommt von Novel. Nevele ist nicht koscher, eine Wele. Ein Tier, was man nicht koscher, es gibt zwei Begriffe. Es kann sein ein Treife und es kann sein eine Wele. Ein Treife ist, man hat das geschlachtet und gesehen, es war nicht gesund. Es war ein Loch in der Lunge. Es ist ein Treife, es ist nicht koscher. Treife. Aber es gibt eine Wele. Was ist eine Wele? Eine Wele ist, wenn es war gar nicht geschlachtet. Es ist eine Wele. Wenn es von vorne nicht koscher. Nicht, dass es nicht koscher, wenn man das gecheckt. Es gibt eine Idee. Das ist schon allein gesprochen. Lehisnavel. Ein Mensch kann sein, gehen schlecht, gehen nicht gut. Ein Novel. Es gibt ein Konzept, das heißt Novel Berschus Teure. Was ist ein Novel Berschus Teure? Ein Novel Berschus Teure ist, einer, was macht alles nach die Teure. Er erfüllt jede Dine Schulchan Aruch. Aber das ist ein Novel. Das ist ein Novel. Alles, was verboten, macht nicht. Aber alles, was es nicht verboten, macht Es gibt das Sefer Hakiro von einer von den Geonim, die sagt, wenn ein Mensch will kein Verbot machen, muss er 100 Dinge machen, die nicht verboten sind. Muss auf 100 Dinge aufpassen, die nicht verboten sind, dann würde ich also eine Verbot nicht machen. Ein Novel sozusagen, einer, was macht alles, was steht, aber alles, was nicht steht, er kann sein ein Tzaddik. Es kann sein, er lernt 100 Mal. Aber er ist nicht ein Ovid Elokim. Warum? Warum ist er kein Ovid Elokim? Warum heißt er nicht einer, was hat gedient Gott? Weil er macht alles, was passt in seinen Fähigkeit. Aber nicht mehr. Alles, was passt, aber nicht mehr. Oh. Sascha, jetzt komm in doch. Sascha, komm her. Komm her. Und das ist, was der Alte Rebbe sagt. Und jetzt machen wir es drin. Von dem kann man verstehen, was steht in die Gemara, was hat man schon zitiert letzte Woche. Das ist ein Ovid Elokim, ist einer, die lernt 101 Mal. Und wir haben gegeben das Beispiel von Asor, Parsi, Mezuzo. Achat Esser, Parsi, Betreus. Wir haben gegeben das Beispiel von einem, was geht im Markt und will, beauftragen dem Esel, soll nehmen, in der Mensch. Und 10 Parsi, 10 Kilometer kostet einem Zuz. Und 20 Kilometer kostet 2 Zuz. Und 11 Kilometer kostet auch 2 Zuz, weil 11 Kilometer ist ein anderer Tarif, weil die normale Gewöhnung von den Esel damals war zu gehen, eine.
Zensus, eine Phase. In dem Moment, was die Esel muss gehen, 11 Kilometer, 11 Passes, muss er brechen seine Tour, muss er brechen seine Tour, muss man doppelt bezahlen. Genauso was mit der Natur von dem Mensch. Weil die Mensch hat sich jetzt über seine Natur gegangen, hat sich gepusht over sein Limit, sozusagen, oben davenen, oben lernen, oben docken. Dann, das ist, was der Ewigste genau schätzt. Das heißt, der Ewigste schätzt die Sache, dass die Menschen gehen über seine Natur. Das ist die ganze Sache, was der Ewigste will. Baruch Atah, in der Lehne, mach um Schaken, in der Mitzvah. Amen. Das ist sicher, was der Rebbe bringt. Das, warum sehen wir, dass bei Matan Teure steht, fünfmal das Wort Keul, richtig, steht Keulois einmal, dann steht Kimia Nenu be Keul, nochmal Keul, und dann fünfmal steht insgesamt, steht viermal Keul, aber einmal steht es Lashon Rabim. Warum fünfmal? Und er sagt der Rebbe, das ist sehr interessant, es gibt vier Dinge in der Welt. Vier Dinge sind Däumen, unlebendig, Zemeach, Vegetation, Chai, Tiere, Medaber, Mensch. Sagt der Rebbe, diese vier Dinge gibt es auch in einem Mensch. Es gibt den unlebendigen Teil von dem Mensch, es gibt der Wachsen, was wächst, Vegetation in den Charakter der Mensch, es gibt der Tier in dem Mensch und es gibt der Mensch in dem Mensch. Was ist der unlebendige Teil von dem Mensch? Das sind die Buchstaben, was der Mensch sagt. Buchstaben haben kein Leben. Genau wie Steine haben kein Leben. Also, sie haben ein Leben, aber man sieht nicht ein Leben. Sie haben ein Leben, aber man sieht nicht ein Leben. Aber es sind da. Der Rebbe hat einmal gesagt, wenn der Rebbe gehört wegen dem Friedrich Rebbe, der Rebbe gesagt, und er sieht nicht am Rebbe, und er denkt, weil er sieht nicht am Rebbe, der Rebbe sieht ihm nicht. Er sieht nicht am Rebbe, denkt er, weil er sieht nicht am Rebbe, denkt er, der Rebbe sieht ihm nicht. Es gibt die unlebendigen Daten von dem Mensch, das sind die Buchstaben, was der Mensch sagt. Es gibt die Vegetation von dem Mensch, das sind die Gefühle von dem Mensch. Was sind die Verbindungen zwischen den Gefühlen und der Vegetation? Vegetation kann nur existieren, solange es ist gebunden an die Quelle. In dem Moment, wenn es nicht gebunden an die Quelle ist, die Vegetation nicht mehr erlebt. Nicht mehr. Genauso sind Gefühle. Gefühle sind etwas, die existieren, solange die Grund von dem Gefühl da ist. Gefühle sind sehr intensiv. Aber Gefühle sind nicht unbedingt dauerhaft. Es gibt ein Gefühl, das dauerhaft ist. Das ist ein Gefühl, das basiert auf Weisheit. Aber nur Gefühle selber sind wie Vegetation, sind sehr intensiv. Aber nur wenn sie die Grund von dem Gefühl da ist, dann ist das Gefühl intensiv. Es kann sein, sonst ist nicht mehr. Die Gefühl ist nicht mehr da. Das ist die Vegetation von dem Charakter. Dann gibt es die Chai, die Tier von dem Charakter. Das ist die Sechel. Das ist die Weisheit. Weil für die Tiere muss er nicht gebunden sein an die Quelle. Die Tiere können freiräumen. Die Sechel kann auch freiräumen. Man kann so denken, man kann so denken. Man kann eines denken, man kann aber die andere Seite auch verstehen. Auch man denkt anders, aber man kann es verstehen. Weil Freiheit, weil Intellekt ist frei. Man kann bewegen. Man kann manchmal einen gleichen Gedanken, verschiedenen Perspektiven die Sache. Und dann gibt es die Mensch von die Mensch. Und das ist die freie Wahl. Warum heißt ein Mensch ein Medaber? Warum heißt nicht ein Mensch ein Maskil? Die vierte Ebene von der Menschheit heißt Medaber. Einer, was reden kann, richtig? Heißt nicht Maskil. Eigentlich Maskil ist mehr passiv zu sagen, nicht Medaber. Weil Maskil heißt, er versteht. Die Tiere verstehen nicht, die Tiere können reden. Und die Besonderheit von Medaber, warum heißt ein Mensch ein Medaber, einer, was reden kann, ist, weil der Mensch ist einer, der entscheiden kann, auch nicht zu reden. Die Besonderheit von Rede ist, die Möglichkeit zu sagen, ich will reden, oder die Möglichkeit zu sagen, ich will nicht reden. Welche Wortauswahl zu nutzen, wie die was gesagt werden soll, wie soll es gesagt werden, das ist alles von der freien Wahl, die die Menschheit, die Tiere nicht haben. Die Tiere funktionieren auf Instinkt. Wenn die Tier will essen, er isst. Wenn er will, macht er auch. Melech hat mal gesagt, wenn ein Mensch geht in die Straße, sagt er, was unterscheidet ein Tier von einem Mensch? Die Mensch geht, der Hund geht. Was unterscheidet die Hund von dem Mensch? Sagt er, der Hund, er geht in die Straße, er setzt einen Baum, denkt er wegen dem Baum. Er setzt einen Mensch, denkt er wegen dem Mensch. Er setzt Essen, denkt er wegen dem Essen. Was er denkt, ist beeinflusst von dem Außenwelt. Ein Mensch muss anders sein. Er soll denken und beeinflussen die Außenwelt.
Zwei Menschen geht durch die Straße und beeinflussen, was er sagt. Sagt er, in dem Moment ist er nicht wie ein Mensch. Er ist wie ein Tier. Die Mensch soll nicht beeinflusst werden von was er sagt. Die Mensch soll beeinflussen, was er sagt. Nicht beeinflusst werden. Das unterscheidet. Die Mensch hat die Fähigkeit, über hinaus von seinen eigenen Grenzen und Umgebung selber zu entscheiden. Das macht die Menschheit. So, was ist die Mensch der Mensch? Die Mensch der Mensch ist freie Wahl. So, das sind die vier Ebenen in der Charakter der Menschheit. Aber es gibt eine Ebene, die höher ist. Das ist die Verbindung zwischen Mensch und Gott. Die Schnittstelle zwischen unbegrenzt und begrenzt. Das kommt zum Ausdruck in Messias Nefesh, Selbstopfer. Das kommt zum Ausdruck, wenn die Menschen bereit sind, und Selbstopfer heißt nicht nur, wenn die Dinge schlecht gehen. Dann haben wir gesagt, es gibt zwei Herausforderungen, zwei Prüfungen. Es gibt die Prüfung von einem armen Mensch und es gibt die Prüfung von einem reichen Mensch. Welche Prüfung ist schwerer? Ein reicher Mensch. Es gibt die Prüfung, wenn alles ist schlecht, und es gibt die Prüfung, wenn alles ist gut. Die Prüfung, wenn alles ist schlecht, ich habe nicht, Gott gib mir, alles ist schwer. Die Prüfung, wenn alles ist gut, ich habe. Mach ich soll nicht vergessen, was meine Aufgabe ist. Die Prüfung von einem reichen Mensch ist schwerer wie die Prüfung von einem Armen. Es gibt viele Oni und es gibt viele Mäusche. Viele Mäusche sind viele von einem reichen Mensch. Das heißt, die Prüfung von einem reichen Mensch ist zu wissen, dass alles, was er hat, ist nicht wegen ihm, ist wegen der Ebenste. Zurückkommen zu hier. Was ist er? Es kann sein, ein Tzadik, aber er ist nicht ein Euvidalekim. Er macht alles, was er machen muss. Alles, wie es steht, alles, wie es mal sein soll. Aber er macht es, er gewöhnt sich auf eine bestimmte Ebene. Jetzt, es kann sein, dass der Mensch ein Tag ist ein Euvidalekim, er steigt, aber nachdem, was er gestiegen hat, dann bewegt er sich in die Rahmen von was er erreicht hat und geht nicht weiter. Deswegen, es ist ein Non-Stop, keine Ende Aufgabe. Die immer wird mehr und mehr. Das ist die Idee von Euvidalekim. Es wird immer mehr und mehr. Und wenn der Mensch gewöhnt sich in eine bestimmte Ebene, kann er nicht mehr in dieser Ebene bleiben. Denn er bleibt in dieser Ebene, auch wenn er ein großer Tzadik, ein großer Rosh Yeshiva, egal was das ist. In dem Moment, was er steigt, nicht höher, ist er nicht mehr ein Euvidalekim. Er ist ein Tzadik, aber nicht Euvidalekim. Und das sagt er weiter. Behainu, mishum shebimeyem hoyo regilus, lishnois kolpeirik meyapamim. Damals, am 40, jeder Kapitel, was man gelernt hat, zu lernen 100 Mal. Und damals hatte man keine Bücher gehabt, die Zeit wie heute. Okay, die erste Hausnummer der Gemara, wie steht in der Gemara? Maschel nischuk shel hachamorim she niskorim la esse pasi bezuzo. Die Beispiel von der Markt. Der Beispiel von der Markt, dem Eseltreiber. Die Eseltreiber ließen sich für eine Strecke von 10 Parsis. Ein Parsis ist ungefähr ein Kilometer, 2000 Eimer. Und den Preis für einen Sus. Aber in dem Moment, dass es übersteigt, die normalen, ist es 2 Sus. Für 11 Parsis, für 11 Kilometer, 2 Sus. Warum? Weil es ihre Gewohnheit übersteigt. Genauso in dem Moment, dass man lädt die 101. Mal, das mehr als seinen Gewohnheit ist, wiegt es also diesen 101. Mal, wie alle 100 Mal zusammen, weil es übertrifft nach seinen Kraft und seiner Stärke. Weil die schwerste Sache ist zu ändern die Gewohnheit. Wir haben heute Morgen gelernt, das ist nicht nur zu ändern die Natur von unseren Eigenschaften, sondern zu ändern unsere natürlichen Eigenschaften. Zu machen muss Safim Kiel Chossan kann man machen. Aber mit dem Kisidron ist schwer. Man erzählt, dass Elisha Hanovi, der Prophet Elisha, die Könige gekommen zu ihm und gesagt ihm, dass er ist krank, richtig, er war krank, mit Ausschlag, und er fragt die Könige, was muss ich machen? Er war schon mal die größte Ärzte. Was hat Elisha gesagt? Er sagt, tauchen in die Jagen. So eine einfache Sache, sagst du mir. So eine einfache Sache. Das ist doch gar nicht. Hätte mir gesagt, ich muss was schwierig machen, hätte es gemacht. Aber es einfach zu machen, das ist nicht gut. Das ist zu einfach. Das geht doch nicht. Aber das ist, was der Ebenste will. Die Gewohnheit zu brechen. Ich habe mal gehört von einem in Australien, ich habe keinem mal erzählt. Gesagt, hätte der Rebbe gesagt, du willst bringen Mashiach, spring von die 10. Etage, du bringen Mashiach. Hätte alle gesprungen. Aber der Rebbe, das Problem ist, der Rebbe gesagt, du musst nur machen, Teile mit uns. Das ist schwer.
Afstein, David in de Free, Lein Taylor, Machen Mitzvahs, das ist schwer. Die Musafim, Kirchhoff, David und Musif, man sagt, alle Chazonen im Namen. Aber David und Milch, Mittwoch nach Mittag, das ist schwer. Zminim Kisidron ist schwer, Musafim, Kirchhoff, ist leid. Wenn die Mensch, weil es heißt, dass die Menschen sich selber geändert. Wo kommt zum Ausdruck, die Menschen sich selber geändert, wenn seine Gewohnheiten gebrochen werden? Und das ist, was der Alter, das ist genannt ein Eumid al-Kim. Weil er kein solcher Paar hat mehr auf der Echos, der Israel, der Regilus, der Hurgum in der Uref, Schkula, Kenegit Kulon, der Eule al-Gabeyim, bei Yasser Se'eis, bei Yasser Eis, Li, Yos Nikra, Eumid al-Kim. Diesen hunderten ersten Mal, das ist das Macht und das eine, was dient Gott. Warum? Mit Pnei, Shekedei, hier ist ein Punchline, hier ist ein goldener Regel für Chassidus. Shekedei, Lishanes, Teva, Regilus. Um zu Gewohnheit zu ändern, zorich le oider es ha'ava la Hashem, al yedei shebiz beinen begdulas Hashem, bimeichai lishloit al teva shebechol al asmali. Um zu ändern die Natur von den Menschen. Der Mensch muss erwecken die Liebe, die hat, und muss es dauerhaft machen. Nicht dauerhaft machen. Deswegen, die Menschen, man sagt, einmal war einer gewohnt, gelernt zu sein, Ger, alles war gut. Nachdem es gewohnt, Ger, nach der Gio hat er geworden viel kalter. Ich sage, warum? Er sagt, jetzt habe ich Jezahara. Das ist die Gio, weil die Jezahara nicht da. Dann dachte ich, die Jezahara ist da. Das ist schon schwer. Man sagt, das ist, zu machen die Dinge, zu machen außerordentliche, außerordentliche Sachen, kann jeder machen. Aber in den Rahmen zu gehen, das ist schwer. Ich habe Schmörling in Australien hat immer gesagt, du willst einen Makusche? Du willst einen verbunden mit der Rebbe? Darf mit der Minion. Oh. Der Rebbe geht auch mit dem Minion. Der Rebbe hat hier reingekommen in die Schule, man konnte stellen deine Uhr, wenn du wolltest wissen, wann ist es 10 Uhr, auf der Sekunde. Du wolltest wissen, wann ist es 1.30 Uhr, 13.30 Uhr? Und dein Aschkim war alle. Aschkim, genau, du wolltest machen deine Uhr, wann ist es, wenn der Rebbe kommt zu verbringen. Auf der Sekunde. Gewohnheit ist die schwerste Sache. Zu machen die Gewohnheit ungewöhnlich. Zu machen die Gewohnheit, dass die Gewohnheit soll ändern. Zu machen Dinge, die außerhalb, das was der Alter gesagt hat, zu machen die Natur anders. Nicht zu machen Sondersachen. Sondersachen sind fein, aber das ist nicht unsere Essenz. Zu machen die Gewohnheit soll sein. Rav Melech hat einmal gesagt, es war ein Bocher in Lubavitch. War aber vom Regen gesagt. Und der Bocher hat geführt das Seder in die Yeshiva. Aber wenn er ist nach Hause gekommen, hat er die gleiche Seder geführt. Ich sage, das heißt Pnimis. Auch nicht in die Yeshiva hat er genommen geführt. Wenn wir machen die Gewohnheit, dass wir innerhalb der Gewohnheit gehen, außerhalb der Gewohnheit, das ist was der Alte sagt. Aideshe, Becholah, Shmole, Amolid, Nefshe, Bahami, seit der nächsten Seite, Seite 85. Dadurch, dass der Mensch geht außerhalb seiner Gewohnheit, und das ist, heißt das Shinui Pnimi. Das heißt, als Chabad fordert Pnimius. Chabad fordert innere Änderung. Das ist der ganze Grundsatz von Chabad Chassidus. Andere nicht Chassidus Bechlal fordert nicht Änderung, fordert Halacha. Lern Teure, Davin, aber die Menschen selber sind nicht gewöhnt. Chassidus Bechlal fordert. Aber fordert durch den Tzadik. Sei gebunden mit dem Tzadik und alles wird okay sein. Ja, wir sagen, Altikre steht Tzadik bei Munosoi, Yichya. Die Mensch lebt, der Tzadik, durch die Glaube, der Tzadik lebt, sagen die Chassidim, die polnische Chassidim, Altikre Yichya el Yichaya. Lesen nicht Yichya no Yichaya, er belebt. Wir müssen sagen, gebunden der Tzadik und der Tzadik. Aber Chassidus Chabad meint Pnimius. Der Rebbe hat das gesagt in die erste Verbringung. Fordert, wir sollten selber machen. Und das ist schwer. Das ist, was der Rebbe sagte. Natur ist die größte Klippe. Weil Natur heißt auch, ich mache meine Sache. Mein Hagemakom, Tradition. Tradition heißt, ich muss mich nicht ändern. Ich muss mich nicht ändern. Ich komme zu Rabbi Schmörling in der Stadt, hat einmal gesagt, der Bocher,
Einer hat einmal gesagt, Yeshiva-Bach soll immer haben ein... Tradition ist richtig, es steht doch im Pirkei Avot, jetzt muss ich die Kibbeltöre mit Sinai, muss auch alle Yeshua, wie ich alle Skeini, wie es gehen, was ich jetzt sage, das ist eine Masore. Tradition ist richtig, wenn man versteht, was das heißt. Wenn ein sagt, Tradition ist richtig, man macht was, Minig Aveseinu Biyadeinu, wir machen die Minhag. Und die andere Seite, darin steht eine Gefahr. Und die Gefahr ist, was bin ich? Wenn ich mache das nur, weil meine Eltern das gemacht haben, nur Tradition, heißt nicht, ich habe sich geändert. You know, wir sagen in Davin jeden Tag, Zer Keili Van Vehu. Das ist mein Gott und ich mache ihn schön. Also Kei Avi, die Gott von meinem Vater, bei dem Menü und ich hebe ihn auf. Eigentlich ein schönes Wort. Ich lebe jetzt auch bei Ditsche, was auch erklärt. Zer Keili, wenn es ist mein Gott, wenn ich mache das, weil ich selber involviert bin, Van Vehu. Dann mache ich Gott schön. Okay, aber wie? Wenn es ist die Gott meiner Eltern, wenn ich mache das wegen Tradition, dann mache ich ihn hoch. Dann ist er weit weg. Dann ist er weit weg. Das ist der Perisch. Dann hätte ich gesagt, es ist nicht mehr. Man muss haben Tradition, aber Tradition selber ist nicht ausreichend. Wenn es ist nur, wie du sagst, ab Schleime, ich will es nicht, aber Tradition mache ich das. Dann hat es die Gefahr, dass es nicht, es hat uns nicht angerührt. Ja, Tradition euch, aber es muss Kavone sein in der Tradition. Och. Kavone. Tradition selber. Das ist so automatisch, so, das ist nicht die Treue. Ja. Nur Tradition ist wichtig, aber nur Tradition hat die Gefahr von Mitzvos, Anoshim, Melumado. Wir machen das, weil so habe ich mich aufgewachsen. Und wir sehen bei vielen Menschen leider heute ist ein großes Problem, auch in der jüdischen Welt, auch in der jüdischen orthodoxen Welt, die wird genannt Noshrim. Noshrim bedeutet die runterfallen, so ist der Begriff, der neue Begriff heißt Noshrim. Noshrim heißt die fallen runter, Noshrim, die Früchte, die fallen runter von dem Baum. Das sind Kinder, die wachsen auf in einer traditionellen Familie, aber gehen weg von die weg. Die sind genannt Noshrim. Also abfallen. Ja, warum ist es so? Sie sind aufgewachsen in Meir Sharim, aufgewachsen in Familien, was in der größten Praxis, alles die schönsten, feinsten Familien. Und das ist ein echtes Problem. Wir haben hier in Berlin, haben wir nicht wenig Menschen, wir hatten an unserem Schabbestisch vor einigen, nicht so lang zurück, 6 Leute, die wenn man die ausgesehen, you know, von der Straße, you know, und dann wir haben gesungen ein Nigen. Und wir haben, ich habe mitten dem Nigen zugemacht im Auge, man könnte denken, man sitzt jetzt bei einem Tisch in Jerusalem. Da haben wir gesungen, Chilame Kablim Alayem, macht die Augen zu, wir gesungen auch mit dem Aussprach, mit alles. Was hat passiert? Was hat passiert, dass sie hatten Tradition, aber sie hatten nicht selber die Mitzvah. Deswegen nur Tradition ist nicht ausreichend. Muss auch demselbe, und das ist, was der Alte Rebbe sagt hier am Ende von Kapitel 15, Natur, auch wenn die Natur eine sehr heilige Natur ist, aber Natur ausschließlich hat eine Gefahr in dem. Man sieht auch bei verschiedenen Familien von Baalei Tshuva, Menschen sind geworden Baalei Tshuva, zurückgekehrt zu dem Weg von Torah, und die zweite Generation, die Kinder haben Herausforderungen. Warum? Weil der Mensch, er hat das entschieden. Er will gehen auf die Weg von Teure. Er hat dieses Flamme. Aber die Kinder sind schon so aufgewachsen. Und das Kind will auch seine Flamme nutzen. Und wenn man das nicht geschafft, die Flamme der Kind, so die Kinder sind aufgewachsen, aber er hat auch die Flamme. Nutzt er die Flamme in die andere Richtung. Und deswegen ist es, man muss sehr aufpassen, nicht nur vorzugeben, von oben nach unten, sondern auch die Flamme zu ernähren. Es ist nicht leicht. Aber das ist die Idee von Avoide Bekoyach Atzmoy. Das ist einer von den Grundsätzen von Chassidus. Avoide Bekoyach Atzmoy. Das ist Chassidus Chabad. Das Avoide Bekoyach Atzmoy heißt, die Menschen muss selber. Wir müssen von einer Seite die Weg zeigen. Wir müssen die Weg für unsere Kinder zeigen. Aber wir müssen auch irgendwann, irgendwie, zusammen, jeder Kind ist individuell, jeder Kind ist ein anderer Charakter, jeder Mensch ist anders, aber auch bei uns selber. Wir müssen uns erzählen, immer mehr von unten nach oben auch, die mehr Mühe zu geben. Und das ist eine von den Grundsätzen von Chassidus. Und das kommt von hier, von Ende Kapitel 15.
Das ist für den Benini der vollkommene Dienst. Das ist der vollkommene Dienst von der Benini. Weil das, diese Gewohnheit kommt von der Blut. Wir haben schon gelernt früher, dass die Herzkammer, in dem Herz gibt es zwei Herzkammern. Und die linke Herzkammer hat mehr Blut. Und Blut zeigt auf Leben. Blutgabe kann auch werden Milch. Was Muttermilch. Aber die Blut, wenn der Blut ist, zeigt auf, es kocht sich. So, die Mensch kann sich nicht die Kochen ausmachen. Er kann nur dem Kochen kanalisieren. Und die Mensch sagt, koch sich nicht so viel, das geht nicht. Er kocht sich. Die Yetzirah arbeitet. Die Hormone arbeiten. Die Yetzirah arbeitet. Er macht seinen Job. Er kann aber nur dem Kochen kanalisieren. Aber dafür braucht man Lernen Chassidus. Dafür braucht man Yerushalayim, dafür braucht man Arbeit. Und das ist, was der Alter Rebbe sagt. Versucht, bitte schau auf diesen vier Wörter, fünf Wörter, weil in diesen fünf Wörtern liegt ein sehr wichtiger Teil von Avodas Hashem. Die erste Zeile von Seite 85, Versucht, Avoda, Tam Lebeni. Und das ist die vollkommene Dienst von die Beni. Das heißt, auch ein Mensch, was ist ein Beni? Er hat noch nicht seinen Kampf wirklich durchgemacht, weil der Innere, seine Natur ist geblieben, wie er ist. Wenn zwei Menschen kämpfen miteinander, auch wenn einer hat eine Runde gewonnen, solange dass die andere noch nicht komplett, solange die andere noch am Leben ist, kann er wieder kämpfen. So ein Mensch kann denken, ich habe jetzt gekämpft, ich habe jetzt diese Runde gewonnen, ja, in Boxen. Albert, da Boxen, ne? Ja, zwei Boxen. Nein, du bist Boxen in Torah. Aber du bist Boxen in Torah. Und eine boxt die andere aus. Aber die andere lebt noch. Kann er noch zurückkommen? Die andere Seite. Ja. Kann zurückkommen? Natürlich. Nur wenn es komplett ausgeboxt ist. Das ist der alte Rebbe sagt. Avoid the Tamo, kommt die Wort Tmimim. Deswegen heißt ein Tomim, meine Muslimen, die Yeshiva heißt ein Tomim, ein Ganzer. Was ist ein Tomim? So, Rabbi Yehiel hat immer gesagt, ein Tomim ist eine, was geht. Ein Malach wird genannt ein Oimed. Ein Mensch wird genannt ein Heulich, ein Geher. Es gibt ein Steher und es gibt ein Geher. Der Malach ist viel höher als der Mensch. Der Stern, der aber Malach. Der Malach steht. Er kann sich nicht selber ändern. Er ist ein Malach. Ein Mensch beginnt viel unter als der Malach. Aber der Mensch, er kann ändern seine Natur. Haben wir heute Morgen gelernt. Richtig? Zu ändern die Natur. Was ist Avoide Mishlemes? Was ist ganz? Ganz ist, wenn wir wissen, dass wir nicht ganz sind. So, Rab Nachmi in Breslau hat gesagt, es gibt uns auch, es gibt nicht etwas, das ist mehr ganz als ein zerbrochener Herz. Ganz heißt, wenn wir wissen, dass wir nicht ganz sind. Oi, sagt er, oder, was passiert, wenn der Mensch sagt, gut, so weit bin ich nicht. Eine andere Art von Dienst ist, vielleicht eine erste Stufe ist, Leuder esse Ava Mesutere Shabalibu. Adi Azi rufen. Die verborgene Liebe in seinem Herz zu erwecken. Was passiert, wenn die Otto geht nicht an? Ruf mein Adi Azi, er macht an. Aber du musst weitermachen. Diese Option gilt immer. Diese innere Liebe, die Mensch hat, gilt immer. Das kann die Mensch machen durch Meditation. Jeder macht, jeder hat es, auch ohne zu machen. Jeder Mensch hat ab und zu. Einmal in einem blauen Mittwoch kommt plötzlich ein Gefühl, ich will mehr sein, mehr heilig. Ich will mehr spirituell sein. Was ist das genau? Woher kommt dieses Gefühl? Es kommt, das ist die Ava im Soteres. Jetzt, hier passiert zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, die Mensch sagt, oh, es wird gut, nach zwei Stunden geht es vorbei. Es ist wie ein Funk. Die geht an, geht vorbei. Die zweite Möglichkeit ist, die Mensch steckt ein Docht in dem rein. Er nutzt das als diesen Starter, als Anknüpfungspunkt. Wenn er nutzt es, stärker zu werden. Jetzt, wie kann man das machen? Das hat der Alter Rebbe schon gesagt. Durch Meditation, durch Ahavire. Und es gibt noch ein, wie man das machen kann. Weil man verbindet es sofort mit einer Tat. Sofort mit einer Tat. Zum Beispiel, wenn ein Mensch hat dieses Gefühl, sofort lernen, nehmen alle Meimer, das Lernen. Sofort mit einer Tat. Und das ist sozusagen. Der Alter Rebbe sagt in Kapitel 53 in Tanja, wir werden später kommen, dass die Docht, ein Mensch, in einer Kerze gibt es drei Teile. Es gibt die Öl, es gibt den Docht, es gibt die Flamme.
Die Öl und dem Dach, das sind zwei Dinge von Menschen. Öl ist die Neshama, dem Dach ist die Körper. Wenn die Neshama und Körper kommen, machen Mitzvahs, teure Mitzvahs, dann gibt es die Flamme. Aber die Mensch muss verbinden die Neshama mit dem Körper. Wenn nicht, dann gibt es Kommunikationsprobleme. Auch in Gesundheit. Wenn die Körper, wenn die Synchronisation, alles kann sein, alles kann funktionieren. Aber wenn die Signale, Neurologie, geht nicht von unten nach oben, oben nach unten, die Schnittstelle ist nicht da. Alles ist da, aber es ist nicht zusammengebunden. Dann funktioniert es nicht. Genauso manchmal, die Neshama ist da, die Körper ist da, aber die Schnittstelle ist nicht da. Das sagt er, die Menschen erwecken die versteckte Liebe zu Gott. Jetzt, warum ist das so wichtig? Die alte Rebbe wird sagen in Perek Yudches, dass wir haben einen kurzen Kopf. Deitung Zorah. Wir haben nicht die Fähigkeit, durch am Ziel zu bleiben. Es ist schwer. Wir können kurze Dinge machen, aber lange Dinge, ist nicht schwer. Deswegen, wenn der Mensch hat einen Ava Misoteres, er hat eine Liebe zu Gott und er verbindet es sofort mit einer Meditation oder mit einem Gefühl für Gott, er verbindet das mit Tachlis, das hilft. Zum Beispiel, ein Mensch denkt, ich liebe meine Kinder, ich liebe meine Frau. Aber dann, er kommt nach Hause und dann die Frau sagt, geh bitte, nimm die Müll raus und mach dem Geschirr und mach das. Und sagt er, weißt du, ich habe auch was zu tun. Aber in Wirklichkeit, und dann entsteht eine, also kann sein mit dem Kind die gleiche, entsteht. Aber eigentlich, es sollte nicht sein, das war nicht der Plan. Der Plan war heute, alles soll gut sein, alles soll, eigentlich alles war eine gute Stimmung. Gute Laune und so, gedacht, ich bin so dankbar für meine Kinder, ich bin so dankbar für meine Frau. Das war nicht der Plan jetzt, jetzt etwas hat passiert, so was kann man machen. In dem Moment, die Mensch denkt, oh, ich liebe meine Frau, oder ich liebe meine Kinder, sofort anrufen, oder sofort ein SMS schreiben, oder sofort, hat er schon gebunden, diese Gedanken mit Tat. Erwartet nicht, bis kommt Probleme. Hat er schon gebunden mit Tat. Danach, es hilft, dass von vorne an die Probleme kommt, nach Hause, also, sagt, oh, vielen Dank für die Anrufe, oder vielen Dank, okay, kannst du nehmen dem Müll, okay, mach dir die ganze Sache. Aber in dem Moment, was ist gut, sagt der Rebbe folgendes Nasicha. Das der Rebbe erklärt der Verbringung, der Tanja. Wenn ein Mensch hat plötzlich Liebe vor Gott. Er soll sofort gebunden mit dem Tat. Sofort. Dann hat er schon erstmal, alles erstmal gut. Dann muss machen eine Mitzvah, dann will er schon. Und das ist die Vorteil, die wir haben. Immer sofort verbinden mit dem Tat. Immer sofort. Bei der Rebbe hat man immer gesehen, die Idee von sofort. Immer. Immer. Der Rebbe hat gesagt, machen sofort. Wenn etwas machen, machen sofort. Ich erinnere mich an die Sicha von der 3. Tischrei 1988. Zum Gedalien im Test. Der Rebbe hat gesprochen in der Sicha wegen zwei Dinge. Eine Sache, was der Rebbe hat geredet, war wegen der Fälle in der Siddur, dass wenn man nimmt aus der Teure, steht Gadol Hashem, Iti Remesh Mayachtav, Lecha Hashem Adul, Vagwurit Vazem, und dann steht Reimu Hashem Lekenu, und steht nur der zweite Reimu, nicht die erste. Nicht Laden Ragel auf Kodeshu, nur Reimu Hashem Kikadeshu. Er hat gesagt, ein Fehler. Und jeder Druck, man drückt es nachher, die letzte Druck guckt auf die letzte Druck. Hat der Rebbe gesagt, man soll das Recht korrigieren. Und weil, bis wenn der nächste Druck für seine paar Monate, soll man erstmal eine Kopie machen, schneiden, legen mit einem Stück, hat man sofort alles zu tun, so ein 70, man guckt von den 80ern, in den 80ern, gibt es übergeklappt. Dann der Rebbe hat gesprochen, dass man soll haben, eins Docke, Puschke. In jedem Haus, in jedem Kinderzimmer und in die Küche. Weil dann die Küche wird selber heilig. Und die Zdokkenpuschke soll gebunden sein an der Wand. Und man soll das binden an der Wand, damit dann die ganze Küche ist. Und dann habe ich gesagt, nein, du wirst doch kommen nach Hause und du wirst wahrscheinlich das finden, die Hammer oder den Nagel, die das binden muss. So kannst du erstmal legen mit ein bisschen Kleber. Tesafilm. Und dann später wirst du legen mit dem Hacken, mit dem Nagel. Aber das soll gemacht werden heute. Das war der Rebbe allemal sofort. Allemal dringend. Bei der Rebbe war alles dringend. Alles. Alles muss sofort. Und die Idee ist, wenn man bindet die guten Idee mit dem Tat, dann hilft die ganze Sache. Und das ist, was er sagt hier. Wenn die Mensch halt nicht mehr wollte, Tamo, ist lo oider essa ava misoteres abelim, und wie? Guck auf die nächste Wörter, goldene Wörter.
Limschoil al Yodo al Teva. Om door sie über die Natur in dem linken Herz kann man zu regieren. Ein sehr, sehr starker Ausdruck nutzt der Alter der Herr. Limschoil. Was heißt Limschoil? Zu herrschen. Der Mensch muss auch ein bisschen Stärke zeigen. Er muss ein Meuschel. Er muss ein Herrscher sein. Er muss ein Gouverneur. Er muss herrschen über sich. Die Passage, was wird verwendet in die 4. Kapitel von Pirkei Avos, wenn er sagt, Eizu Gibra Koivish es Yitzroi, wer ist ein Stärker, der was erobert seine Jezer, bringt in die Passage die Wort Meuschel. Die Mensch muss wissen, am Ende von dem Tag, mit alles drum und dran, die Mensch kann keine Ausreden haben. Die Mensch kann nicht sagen, ich bin Opfer. Ich bin Opfer. Ich bin Opfer, weil meine Eltern sind schuld, meine Schulkameraden sind schuld, die Gesellschaft war schuld. Das ist alles kopfdrehend. Am Ende von dem Tag, wir geben dir Hilfe, Ava Mesoteres, Gott gibt dir die Liebe. Aber am Ende von dem Tag, du musst herrschen. Du musst entscheiden. Du musst sein ein Mann. Der Mensch muss entscheiden. Der Mensch muss herrschen. Und das ist, was der alte Rebbe sagt uns in diesem Wort. Der Rebbe sagt, Limschel Ayote. Die Mensch muss wissen, Moyach Shalit Alale. Wenn der Mensch will, er kann. Und wenn du machst nicht, was du nicht willst, das ist der Emes. Kann nicht. Das ist nicht Emes. Der Mensch kann herrschen. Der Mensch muss herrschen. Das ist am Ende von dem Tag. Der Mensch kann nicht, heute gibt es verschiedene Krankheiten. Der Mensch sagt, das ist mein Start, meine Situation. Verschiedene Orientierungen, ohne in Detail zu gehen. Menschen, die Gesellschaft, wo wir sind. Das ist nicht meine Schuld, ich bin so geboren. Mit vollem Respekt. Jeder hat Neigungen. Und jeder hat Neigungen, die nicht immer heilig sind. Weil die Yetzerhara bringt die Mensch. Aber die Neigung heißt nicht, dass es die Essenz die Mensch. Die Neigung heißt, die Menschen, jeder hat Neigung ein bisschen. Einer hat mehr, einer hat weniger. Einer hat Neigung zu der, einer hat Neigung zu der andere. Aber die Mensch kann herrschen. Und keiner ist ein Opfer. Ich habe gelesen, einer gesagt, bald wird eine neue Krankheit sein. Der Mensch, man wird das auch ein Syndrom nennen. Geneva-Syndrom. Der Mensch, genau wie der Mensch sagt, es ist nicht meine Schuld, ich bin so geboren. Der andere, einer sagt es, dass er will leben mit so einem Mensch, der andere sagt es, er will leben mit der Frau von der anderen. Es ist meine Schuld, ich bin so geboren, die Frau von der anderen. Der andere geht in den Laden und sagt, es ist nicht meine Schuld, ich bin so geboren. Man wird geben einen Titel zu dem, man wird machen Rechte für dem, man wird sagen, es gibt jetzt Rechte. Das ist eine Sache. Man beschuldigt niemanden. Okay, das wird helfen, kommen wir von der Situation raus. Aber das Problem, wenn man macht diese Neigung zu einem Recht, dann die gesamte Gesellschaft geht kaputt. Und das muss man wissen. Man muss natürlich Respekt haben für jeden einen, aber man muss nicht vergessen, dass der Mensch muss herrschen. Der Mensch muss, und gar, es gibt keine Ausreden, weil das ist nicht Emes. Es gibt Probleme, es gibt psychologische Probleme, und man muss mit viel Empfindlichkeit und viel Liebe und viel Respekt umgehen und nicht einfach die Menschen in Kategorien legen. Und manchmal ist das wirklich ein echtes Problem. Manchmal ist das ein psychologisches Problem. Und Teure sagt, es gibt Probleme von der Psychologie. Aber die Mensch kann nicht, es gibt Ausnahmen, Aber die Mensch kann allgemein, wir reden ganz normalen, tagtäglichen, der Mensch kann sich nicht als Opfer deklarieren. Und dann, wenn ich Opfer bin, dann muss ich nicht sich versuchen zu verbessern. Weil der Mensch muss wissen, er muss einer Meuschel. Wenn es eine Krankheit ist, okay, muss man das genau beobachten mit Professionals. Aber die ganz normalen Teiles von dem Mensch ist nicht eine geborene Krankheit. Das ist jetzt zu hören, mach seinen Job. Dafür ist er jetzt zu hören. Und jetzt höre will, dass wir sollen nicht ihm zuhören. Und deswegen sagt der Alte Rebbe einen ganz starken Ausdruck: Meuschel. Shazu nikra gam ken avoida lehilochem im ateva. Also der Mensch muss kämpfen. Er muss kämpfen mit, und er hat Hilfe. Er hat die verborgene Liebe. Aber er muss kämpfen. Er muss kämpfen mit seiner eigenen Existenz. Wie? Was ist die Schlüssel? Die Code? Ahava ha-Mesuteret. Durch die verborgene Liebe, die in jedem Mensch ist. So der Rebbe hat einmal gesagt, wie kann ein Mensch das machen? Der Mensch weiß, dass er halt nicht dabei. Er halt nicht dabei. Er weiß, dass er halt nicht dabei. Sagt die Rebbe,
dadurch, dass die Mensch wird ein Maschpia auf jemand anders. Der Mensch versucht weiterzugeben an jemand anders, auch wenn die Mensch selber nicht ausreichend fähig ist. Ein Mensch kann lernen, ein Mensch weiß alles Beis Gimel Dalet, aber er weiß nicht, hey, wo sein Ches. Aber alles Beis Gimel Dalet weiß er. Soll er nicht warten, bis er weiß, hey, wo sein Ches. Er soll sagen, ich weiß alles Beis Gimel Dalet, das ist so wenig. Aber es gibt jemanden, der weiß das auch nicht. Ich werde ihm gehen, ihm beibringen, alles Beis Gimel Dalet. Und in dem Moment, dass ich bringe ihn bei Abel Gimel, wird er Gott mir helfen, ich schon kann hey, wo sein Ches. Also der Mensch soll nicht warten, bis er ausreichend fähig ist. Die Menschen soll sofort umsetzen. Und es kann davon kommen, falsche Arroganz sozusagen. Das ist nicht dein Problem. Das ist schon, du mach, denke nicht, natürlich, die Menschen soll versuchen. Aber der Rebbe hat einmal gesagt, was ist er schuldig? Dass du hast dein Problem. Dass du hast nicht mehr gelernt, ist er schuldig. Der Mensch, die weiß auch nicht, die alle sind sicherlich nicht schuldig, dass du hast nicht mehr gelernt. Er ist nicht schuldig dran. Weil er muss warten, bis du reformierst deinen Charakter. Du geh ihn helfen. Und dadurch hilft man sich auch. Und deswegen heißt es Avoida Tamo. Und deswegen heißt es Avoida. Masha'ein kein, kisha'ein loy melchome klal. Aber wenn die Mensch hat keinen Kampf, er ist, hier reden wir auf die andere Seite, er ist, David, der lernt, der macht alles richtig. Aber hat keinen Kampf. Sagt er, ein Ahave so mit sein Atzmo. In dem Moment, es gibt keinen Kampf, ist diese Liebe nicht genannt Avoida Seklau. Ist nicht genannt an Avoida. So, man hat zwei Menschen. Der eine ist der große Tzadik, der David, der lernt Rosh Yeshiva, alles fein und gut. Er macht seine Sache, er hat schon einen Kampf gemacht, aber er geht nicht weiter. In dem Moment, der Mensch sitzt bequem, in dem Moment, the game is over. Gar nicht. Aber in dem Moment, was die treibende Kraft immer weiter geht, der Mensch versucht immer weiter, immer mehr Mühe zu geben außerhalb von sich, als auf die richtige Schiene. So, was ist der Schlüssel? Der Schlüssel ist, immer auf dem Weg zu sein. Nie an Station anzukommen. Nie zu sagen, ich bin jetzt angekommen, jetzt bin ich da. Und das ist jetzt der Weg, der Schlüssel ist, la, was hat der Eberste gesagt zu Adam Arishan? Wenn er gesagt hat, wenn ihr nicht gehört, dann gelegt Adam und Ischner Ganeden, la'ovda ula shamra, zu bearbeiten und aufzupassen. Assei und leus assei, Gebot und Verbot. Aber la'ovda heißt, immer mehr zu machen, immer mehr. Und wenn wir einfach ein bestimmtes Gewohnheit haben möchten, dann haben wir unser Eifeide nicht gemacht. Lass uns zusammenfassen, der ganze Perik 15, vor dem Beginn Perik 16. Perik 15 zusammengefasst, hat angefangen mit der Pasuk, Veshaftem, Ure Issem, Bein Tzadik, Roshor, Bein Oid, Wal Lekim, Shalei Wadi. Gott macht, das ist der Unterschied zwischen der Tzadik und der Roshor, zwischen der, was den Gott und der, was den Gott nicht. Wir haben gesagt, das ist eine Wiederholung der Pasuk. Wir haben erklärt, nein, es ist keine Wiederholung, aber man kann sein der Tzadik, was dient nicht Gott, und man kann sein der Roshor, was ist auf dem Weg, außerhalb Roshor zu werden, was dient Gott. Und wir haben gegeben die Beispiele von 100 und 101 und dem Esel und so weiter. Und das ist die Schlüsselarbeit von der Beinani. Nächster Kapitel wird sagen, in zwei Grundregeln in Avoda Hashem werden wir lernen. Im nächsten Kapitel wird sein zwei wichtigen Grundsätze von Avoda Hashem, was die Beinani anwenden kann in seine Dienst zu Gott.